Die Fibonacci-Folge beginnt mit den Zahlen 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 und dauert an bis ins Unendliche. Jede weitere Zahl ergibt sich, indem man die letzten beiden Zahlen miteinander addiert. Wenn wir den goldenen Schnitt eines Rechtecks nehmen und ihn in kleinere Rechtecke teilen, basierend auf der Fibonacci-Folge, und jedes mit einem Kreisbogen teilen, nimmt die Struktur eine Form an. Danach können wir die Fibonacci-Spirale sehen. Die Spirale in ihm sowie auf ihm selbst ist wichtig. Seine Wichtigkeit ist offenbart in Dingen, die wir sehen können. Schau dir zum Beispiel eine Sonnenblume an. Die Oberfläche der Blüte ist in einer perfekten Spirale der 55., 34. und 21. Zahlenfolge der Fibonacci-Folge. Die Ananasfrucht weist über die gleichen Spiralen auf, basierend auf der Fibonacci-Folge. Genauso wie bei Kieferzapfen. Wenn sich Strömungen durch den Ozean bewegen und die Fluten ins Rollen geraten, entstehen spiralförmige Wellen, die man mathematisch in einem Diagramm mit den Punkten 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 und 55 aufzeichnen kann. Vögel auf Bäumen, Sanddollars, Sternfische, Blütenblätter und besonders Nautilus-Muschel sind exakt nach diesem Plan entworfen. Mit jedem Abschnitt des Wachstums fügen die Meeresschnecken auf ihren Muscheln einen weiteren Wert der Fibonacci-Folge hinzu. Diesen Abschnitt kann man jeden Tag überall um uns herum in einem kleinen Maßstab sehen. Aber das eindrucksvollste Beispiel von allen ist direkt über unseren Köpfen. In einer Entfernung von Hunderten von Lichtjahren finden wir Galaxien, die exakt nach der Fibonacci-Folge geformt sind, genauso wie die kleine Muschel auch. Diese Zahlenfolge tritt auf als eine Art Markenzeichen eines Designers, der Beweis für einen Schöpfer. Du sprichst über Gott. Wir nennen Gott Allah. Was ist Allah? Allah bedeutet aus islamischer Sichtweise der eine Gott, der absolute, der unteilbare Gott. Der Koran sagt, Kul huwallahu ahad, was bedeutet, dass Gott ein einzigartiger ist. Allahu samad. Gott ist unabhängig. Er ist von niemandem abhängig. Alles hängt von ihm ab. Lam yalid. Er zeugt nicht und wurde nicht gezeugt, noch wurde er geboren. Dieser absolute Gott fällt in keinen Bezugsrahmen, denn ein Bezugsrahmen impliziert immer etwas, das an Zeit, Materie oder Raum gebunden ist. Das Problem mit diesen Argumenten ist, dass wir ununterbrochen über das Problem diskutieren, wie man Gott mit der relativen Welt erklären soll. Die relative Welt kann ohne den absoluten Gott nicht existieren, und das ist der Grund. Und das Absolute kann nicht definiert werden, aber wir verstehen es indirekt, so dass dieses relative Universum niemals ohne einen absoluten Schöpfer existieren kann.
Muhammad is meant to say. Qul huwa Allahu ahad. Say, he is God, the one and only. He said, ahad, one and only. Jesus said, ichad, meaning one and only. Moses said, ichad, meaning one and only. What is the difference? It's the same word, meaning the same thing. Mohammed konnte diese Fakten über die Entwicklung des Menschen im 7. Jahrhundert unmöglich wissen, denn viele dieser Fakten wurden erst im 20. Jahrhundert entdeckt. Muslime und andere Menschen sagen gerechtfertigterweise, dass diese Fakten Mohammed von dem einen und einzigen Gott offenbart wurden, der Wissen über alles besitzt. Nicht nur, wie wir uns weiterentwickelt haben, sondern auch, wie wir gelebt und funktioniert haben. The unity of these three faiths consists in the unity of God. You see, in the fundamentals of the teachings of Moses, Jesus, and Muhammad, there is not an iota of difference. Wurde durch den Heiligen Koran inspiriert und ebenso durch die ursprünglichen Lehren von Prophet Moses, Jesus und Mohammed. Friede auf ihnen allen. Diese Serie wurde erstellt, um unsere Gemeinsamkeit hervorzuheben, euch die von Menschen handgemachten Erfindungen klarzumachen und die heilige Offenbarung. Der Heilige Koran, das einzige Buch, welches nicht von Menschenhand geändert wurde, auf das er die Zeiten auf Erden überdauern wird. Der Koran ist eine heilige Offenbarung, vereinbar mit unseren neuesten Entdeckungen in Wissenschaft, Mathe, Physik, Chemie, Biologie, Astronomie, Medizin, Geologie, Embryologie und vielen weiteren Formen des Wissens. Eine Offenbarung, welches die Bibel der Vergangenheit bestätigt und die Botschaft durch unsere vorherigen Propheten festigt. Ein Buch, das uns einen Blick über alles verschafft, was war und alles, was noch kommen wird. Ich hinterlasse euch ein Buch von Gott offenbart. Den Koran. Wenn ihr an dem festhaltet, werdet ihr nie irre gehen. Weitere Verschwörungen sind geplant, um die abrahamitischen Religionen weiter zu spalten. Die unverfälschten Beispiele von jeder Religion sind diejenigen, die für ein friedliches Zusammenleben stehen. Es ist an der Zeit, dass Muslime verstehen, dass wir schwach sind, wenn wir uns untereinander spalten, genauso wie abgetrennte Finger.
Der Prophet erlebte noch die Vollendung seines Werkes. Aber jetzt begann er die Nähe des Todes zu fühlen. Eine große Tat seines Prophetentums blieb ihm noch zu tun übrig, das Verfassen des Siegels. Er rief die Gläubigen zu sich und sprach zu ihnen zum letzten Mal von der Hingabe an Gott, von der Menschlichkeit gegenüber dem Menschen. Ihr Menschen alle hört gut zu. Ich bin vielleicht nicht mehr lange unter euch. Speiset die Schwachen unter euch mit dem, was auch ihr esst. Kleidet sie, wie ihr euch kleidet. Wenn ihr eurem Gott begegnet, werdet ihr Rechenschaft über eure Taten ablegen müssen. Mögen die Anwesenden die Abwesenden warnen. Ihr stammt alle von Adam ab. Als der Vornehmste gilt bei Gott derjenige von euch, der am frömmsten ist. Denket tief nach über das, was ich sage. Lasset keine Fehden zwischen euch aufkommen. Wisset, dass jeder Moslem der Bruder des anderen Moslems ist. Alle Moslems sind untereinander Brüder. Zwischen Moslems gibt es weder Stämme noch Rassen. Auch darfst du nichts von deinem Bruder nehmen, außer was er dir aus freiem Willen gibt. Unterdrückt niemanden und lasst euch nicht unterdrücken. O mein Volk, ich bin nur ein Mensch. Vielleicht wird mich bald der Todesengel besuchen und der Tod wird mich übermannen. Doch ich hinterlasse euch ein Buch, von Gott offenbart, den Koran. Wenn ihr an dem festhaltet, werdet ihr nie irre gehen. Er wiederholte vor den Gläubigen die letzten Verse des Korans, Siegel und Abschluss. Nicht Mohammeds Worte, sondern Gottes Wort. Heute habe ich eure Religion vervollständigt und meine Gnade vollendet. Ich habe den Islam zu eurer Religion erwählt. Am 8. Juni 632, in seinem 63. Lebensjahr, starb Mohammed.